Liebe Britta, du sitzt für die Grünen im Bundestag. Vielen Kommunen geht es schlecht, haben Ärger mit den Finanzen. Du bist unsere kommunalpolitische Sprecherin. Was sagst du dazu? Ja, in der Tat geht es vielen Städten und Gemeinden so, dass sie über ganz wenig Einnahmen verfügen und gleichzeitig vor einem Riesenberg von Aufgaben stehen. Denn in den Kommunen muss dafür Sorge getragen werden, dass es vernünftige Schulen gibt, dass es vernünftige soziale Angebote und Infrastruktur gibt, dass es ausreichend kulturelle Angebote gibt. Und deshalb stehen die Kommunen vor einem Berg von Aufgaben und haben aber zumindest in Teilen des Landes sehr, sehr wenig Einnahmen über die Gewerbesteuer und über andere Einnahmequellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch mit der Finanzsituation der Kommunen beschäftigen. Wir dürfen einfach nicht hinnehmen, dass die Kommunen finanziell ausbluten. Das tun sie im Moment. Wir haben da zwar ein Nord-Süd-Gefälle, also vielen Städten und Gemeinden im Süden geht es noch ganz gut, aber wir merken, dass durch die Krise die Städte und Gemeinden massiv beeinträchtigt sind. Die Gewerbesteuern brechen weg, die Arbeitslosigkeit steigt und deshalb ist mein Appell, wir müssen uns im Rahmen der Föderalismusreform 2, die wird gerade in Berlin diskutiert, auch mit der verlässlichen Finanzsituation und Finanzausstattung für die Kommunen, darum haben wir uns zu kümmern. Das ist mein Appell und hier haben wir Grünen Ideen, was eine verlässliche Finanzausstattung angeht. Wir brauchen die Gewerbesteuer, wir brauchen die Grundsteuer und wir brauchen verlässliche Einnahmen für die Kommunen, denn sonst kann man die vielen, vielen Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht bewältigen.